Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Week 6 von Madden NFL 20 Ultimate Team. Jawohl, ich weiß nicht, ob am Wochenende schon die Weihnachtssachen rauskamen, kann ich euch gerade nicht sagen. Ich bin noch am Mittwoch. Ich hoffe einfach, dass sie noch kommen und dass ich dieses Game hier in Ruhe aufnehmen kann, denn wir haben immer noch nicht Austin Eckler 93, leider. Ich arbeite dran. Mit 60.000, 400.000 brauchen wir fast. Letztes Spiel mit einem Punkt knapp verloren. Wir haben richtig gekämpft im letzten Spiel, hat mir richtig gut gefallen. Und sollten wir heute wieder verlieren, dann ist es so. Mit dem Rücken zur Wand heute. Aber mir wäre es lieber, wenn wir es schaffen, dass wir noch einen Sieg rausholen heute. Dass wir zumindest mit 3-4 vielleicht rausgehen. Bisher war es immer so, wenn wir verloren haben, haben wir das Spiel darauf gewonnen. Bisher war es aber auch immer so, dass eine Woche dazwischen war. Deswegen heute zweites Spiel direkt hintereinander. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Und ja, schau mal, was unser Gegner drauf hat heute. Das letzte Team war sehr, sehr stark. Vielleicht heute ein bisschen schwächeres Team würde uns hier entgegenkommen. Ja, Kareem Jackson, Flashback. Philip Rivers, 38 Jahre, seinem 38. Geburtstag, 45-10 vorletzte Woche. Das war halt schon krass. Und Michael Vick, Ty Law, Saquon Barkley, oh my goodness. Gegen Ray Lewis, Keenan Allen und Desmond King. Ja. Schauen wir mal. Wir haben Kickoff. Elam tief damit. Barkley wartet schon. Jo, nö. 23, weiter kommst du nicht. Gegen die Dallas Cowboys. Ja, Free Fire habe ich aber nicht als letztes gespielt, Mann. Konzept Cover 3, Sky Press war das, was bisher immer am besten funktioniert hat bei unserer Mannschaft. Schauen wir mal, ob es dieses Spiel genauso ist. Michael Vick erwartet uns und erwartet ihn auf beiden Seiten. Barkley ist da weg. 2 Yards kann man da vorne. Jawohl, wieder ein Yard nach vorne, aber Howard ist da. Oh, 3 springen vorbei. Holt Huddy. And how about that throw? We saw a combination of elite arm strength and obviously the ability to move the sticks with that completion. But it's the way that he throws the ball. Oh! Compact. Yeah, the ball comes off of his hand and it just whistles to the receiver. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war sehr, sehr schlecht. So back-to-back big runs, picking apart this defense on the opening drive. Dass das sehr wenig passt, um ehrlich zu sein. Das ist ein Pass geworfen. Können wir mal versuchen mit Blitz. Die war gut. Corey Card. George Kittle ist derjenige, den wir updaten müssen, weil der ist halt defensiv auch nochmal sehr stark. Kann Winslow noch einiges von lernen. Mal gucken. Dauert auf jeden Fall, bis wir den so weit haben, wie ich ihn haben will. Da war viel Platz. Wir müssen noch finden, welche Taktik wir am besten nutzen. Cover to contain. And wouldn't you love to get a copy of their defensive scouting report going into the week? Because that's been stressed the whole time. Keep him bottled up, keep him in the pocket. Oh, danke schön. Chazier kam da wieder zurück. Hier. Der kam da schon vorbei, Chazier. Hoppala. Du gehörst woanders hin, mein Freund. The last run got 6, now 2nd and 4. Die 6 auch nur durch Glück. Barkley kommt durch, aber nicht in die Endzone. Ja, da war gar keiner.
Das war nicht gut. Das war nicht gut. Schlechte Defense, gleich mal am Anfang weg hier. Mit Tucker hat einen super Kicker. Locke zu 23. Devin Cook. Boah, wie kann denn der immer durchkommen? Wer blockt von uns das so schlecht? Kann es halt echt nicht sein. Nee, Cook bleibt auch da hängen. Zurück zu 25. Ja, strong stretch. Ah, jetzt läuft es gar nicht. Tillman drüber. First down. It's a 9-yard gain and it keeps the drive moving. Following the good run by Cook, here's another first and 10. Gonna give this time to the tailback. Tylor und Delvin Cook wieder für ein paar Yards. Oh, hallo. Melvin Gordon kriegt da ordentlich einen ab. Nö, Gordon kommt da nicht durch. After 1-7-0, Audie Sports. Ja, gib mir das andere. Was nein! Nein, das. Da ist so eine Lücke. Und im letzten Moment geht mein Spieler einen Schritt rüber. Und dann kommst du nicht mehr durch. Ah, ist das ärgerlich. Weil jetzt hat man echt. Oh, der ist zu weit. Oh ja, der ist zu weit. Oh ja, der ist viel zu weit. Der ist viel zu weit. Ach, war das ärgerlich. Mano. Weil das hat man echt jetzt. Endlich einen Weg gefunden. Und dann machst du einen Fehler und dann ist alles von Arsch. Ärgerlich, ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Oh mein Gott. And not only have they thought about it, I wonder if they visualized it. I remember playing and they used to turn the lights out in our meeting room and run through a situation like this and say, just think about what it would be like to be up on the road and take the crowd out of it. Maybe they did some of that. Oh my. He's got the hook up to Odell Beckham. And they bring him to the ground just shy of midfield. 14 yards, good for a Cowboy first down. If you're gonna blitz, likely gonna leave you in man coverage with this guy, and that is less than ideal. It is, because just about any offense that has an elite receiver, if you blitz and have him in man coverage, you're going to him, even if he has an elite defender on him, because he usually knows where the ball is before the defender does. A short gain of just over 2 yards as the first half clock dips inside of 3 minutes. On second down, here's Barkley. He's a juke. Nice, kommt aber nicht durch. You know what really fires up offensive linemen? When the guy that is carrying the ball behind them can create his own space and break a tackle along the way. This is third and one, very likely four down territory, even if they don't get it though. Yeah. And he's got the first before he's brought down at the 39-yard line.
I know the game's changed. A lot of people would say it's evolved. Look, I'm a little bit Neanderthal, okay? I love this. No exotic formations, no misdirection. Just line up and run the darn ball, pick up the first down. Desmond King, und einer dazu, und dann ist es down. Sehr schön. Smash mouth football. They'll wind up losing a yard on the play, and that'll bring up richtig. A second and 11. They'll try to throw it here. Vic, out to his left. Das sind zwei. Keine Chance, Alter. In for the score. And the Cowboys, they push out in front further. And a nice job by him to catch the slant. The Red kommt nicht mal nahe an den Kicker ran. So quickly and oftentimes on the move. 14-0. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, weil wir hatten vorhin wirklich die Chance und dann verkacken wir es uns selber. Ja, da war noch eine Lücke. The Charger drive about to get going. Already down two touchdowns here in the first half. This becomes a pretty important drive, doesn't it? It certainly does. Delvin Cook. Script plays, we know that, right? They have a script to start the ball game. And typically those scripts go between 12 and 24, 25 plays. Down two touchdowns early, probably not very deep into their script. I think that they'll stay with it. I don't think they'll abandon it just yet and try and generate some offense on this drive. Anything, at least 3 points, get that zero off the board. They run again on first down. Da war eine Lücke. Da war eine Lücke, und dann wollte ich es probieren. On second down, Cook. Der darf da nicht durchkommen. Urlacher darf da nicht durchkommen. Gordon. Jawohl, First Down zumindest. And now before this first down play, we're going to get a timeout here. As they'll get a chance to talk it over after picking up. Er braucht den Blocker. In diesem Game brauchen wir den Blocker vor der Nase. Now Cook running right. Jawohl. On the 25, and that second effort got him a couple extra. It's a 6 yard gain on the ground, and that'll make it second and 4. This drive is pretty clear. Almost feels like old school fundamentals, doesn't it? Want to impose their will on the defense. What's that, 5 straight runs? Yeah, 5 straight carries to start this drive. And like you said, the way it's working, they may just stick with it. Oh, Tillman! Fumble! Das gibt's nicht! Mann! It's nice to give them credit, isn't it? Because so many times it's more a matter of what the offensive guy didn't do. He didn't secure the ball, didn't cover up. In this case, just give credit to where it belongs. Knocked it free, made a big play. Vic ready to throw. Wide open receiver complete. And he is into the end zone for a Cowboy touchdown. Sie haben gegen seinen Receiver keine Chance. Sicherlich war das jetzt ein falscher Spielzug. Wir haben noch 34 Sekunden. Sind schon 14 hinten. Also. He said those could be the ones that could finish off a squad if you let them. Yeah, they've got the cushion. This half has been theirs. This is fielded a couple yards deep. Nächster Fumble. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Alter, Lockett, dein Ernst. Hier, ich schütze ihn noch, bringt nichts. Das kann nicht sein, Alter. Das kann nicht sein. Du kommst einmal mit Pech nicht durch, dann fumbelst du. Und dann kriegst du den Kickoff und fumbles direkt wieder. Oh boy. Fumble in die andere Richtung.
Aber trotzdem, zwei Fumbles, das ist halt hart. Das tut, und das tut weh auch noch. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Natürlich macht es hinten dicht. Würde ich auch machen an seiner Stelle. Würde ich auch machen an seiner Stelle. But how will the head coach and his staff approach halftime? Will it be angry? Will it be clinical? Will it be calm? Will they just let it all out? Who knows? Zoomen. Guck, nein! Ah, das reicht mir hier. Schade, wäre mich durch gewesen. Und trotzdem 91 Yards auf 13 Rushes. Es tut halt weh, es tut halt wirklich weh, wenn du zweimal so dumm scheiterst und dann fumbelst du nochmal. Das ist natürlich schon Höchststrafe. Teams appear ready for the fight ahead, and we resume action here in quarter number three. This is fielded a couple yards deep. And the decision to come out is going to cost him five as he's taken down right at the 20. The Charger drive about to get going. And that first half, one to forget really on both sides of the ball. They got to find some way to string something together here, don't they? Cook. Big right now, so as you mentioned, trying to find something to string together, get some consistency, something sustainable. 26 Yards. Mehr als 26 Yards. Ich wollte gerade sagen, das waren 34 Yards gewesen. Holla. See if this is the drive that kind of kickstarts them. So the line of scrimmage moves all the way across the 50 now as they come up first and 10. On the carry, it's Cook. Der Steuertillman musste ich machen. Das sind zumindest 3 Yards und jetzt machen wir Strong Stretch in die andere Richtung. 3 Yards on that last carry. Here's second and 7. Der Steuertillman. Das Platz. Melvin Gordon. Jetzt auf dem Run und Melvin Gordon für den Touchdown. Geht doch. Chargers are able to close the gap just a bit. That's a score you felt they had to have here in the third quarter to get back in this game. And you know that there's an emphasis on their side. We know this. We know where we are. But sometimes that binds you up so much that you try too hard, you don't get the score. A perfect combination of urgency, yet relaxed enough to get it done. This fielded a few yards into the end zone. Barkley Keat. And no run back here. This will be a touchback, and it comes out to the 25-yard line. About set for this next drive by the Cowboys offense. And they'll be looking to atone for last time's mistake of fumbling inside the red zone. Certainly they don't want to do that again. And so much emphasis placed on red zone offense. Wieder, da ist keiner. Die stehen alle. Es stehen alle. Es passt keiner auf. Es passt keiner auf. That's difficult for a team to handle. And difficult, and now we'll see if they can make it less difficult on themselves on this drive. Vic operating on first down. Steps away to... Und wieder. Nein, nein. Oh! Fit that football in. It's knocked away and incomplete. Defensively, that's Earl Thomas, the all-pro... Den hätte er fangen können. CD, with that incompletion, let's look at some of the big games week 13. So these are ones that our crew, when you think of the biggest four, let's rank den hätte er fangen können. As far as how big they are and what they mean. Baltimore, Buffalo, San Fran at New Orleans, KC at New England, Seattle at the Rams. How would you rank those? What do you think? Well, this is going to sound self-serving since I'm working San Francisco at New Orleans, but to me that's the number one game because the number one seed in the NFC will be determined that week. Nein. Vierter und zwei. Because Seattle's trying to maintain pace with San Francisco or become the number one team in the NFC West. And the Rams Pante. Have to have it if they have any designs of making the playoffs. The number three game, Baltimore, Buffalo. Buffalo's announced its presence, that big win on Thanksgiving Day over Dallas. But Baltimore's the hottest team, the best team in the league over the last 8 weeks. And then you finish up Kansas City, New England. How is that the number four game? I know. Hard to believe, but it is in this day. Das kann doch nicht sein, dass keiner reagiert vom Backfield. Beide Linebacker stehen da und schauen zu, anstatt dass einer
Das kann nicht sein. Ohne Witz. Oh, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Den hätten wir schon längst haben können. Ihr kriegt mich aber jedes Mal mit demselben Ding. Jedes Mal. Ich bin jetzt wirklich gerade so, so aggressiv, dass ich ihn unbedingt tackeln will, dass er mich jedes Mal mit demselben Move kriegt. And that is going to do it for this third quarter of action. You are watching Madden Ultimate Team on EA Sports. Continues. On first down, let's pick him up. Jawohl, Verrett. He'll take this down inside the 20-yard line. On second down. Clowney schlägt zu diesmal. This will be a loss of three and now a much tougher third down looming. The Cowboys on third down. They've been okay, 2 for 3 thus far. This is third and 8. Vic now eluding the pressure right. Jawohl. Und der ist weit hinten. Fourth and 21. 35 Yards. Sind anfällig für sowas. Muss ich ehrlich sagen, weil es ist wieder so eine Chance, dass ein Touchdown kriegen. Jawohl. Geschafft's. And now this is going to depend on the spot. And they say he's just short. And I am not sure, partner, there what the mindset was to go for. I don't know. And some teams just feel that possession is the key to everything. They just want to have the football in their hands. No matter how it goes to the other team, they just don't trust doing that. So they say, listen, go for it and try and finish it ourselves. Nein, nicht nur. Was war das denn? Was war das denn? Auf jetzt, einen kriegen wir noch hin. Nein, Cook war das so nah dran an der am First Down. So it's Charger football as we welcome you back from the two-minute warning. And let's see what they've come up with offensively after having time to talk it over. And he's able to first down. First here as he's taken down at the 25. Just enough to get the first down there with a one-yard pickup. Well, someone's been having a good game so far. And you know something? A lot has been power running. Für mich ganz schwer gegen sowas. They did indeed. He delivered the tough yards. Jawohl. Across the 45. That's good for 21 yards and a first down. First down, here's the run. Hunter Henry. Revenge there. He's had his way in this one, but this time they get him behind the line. That'll set him back with a loss of 3 on the play. And it'll bring up a second and 13. They run him here with the ball. And again, the run defense. Was war das denn jetzt? Was ist das denn jetzt bitte? Alter! Wieder Hunter Henry. Alter! Hast du das die ganze Zeit im Griff gehabt? Was ist denn jetzt los, Mann? Extra tight ends, extra beef, they want to run the football. But that means they probably want to run it inside. If you get strung out on the perimeter,
you're in peril. Yeah, we saw the result, negative yardage. And they're indeed going to go for it here on fourth down. So trailing here in the last quarter, let's see how this plays out. Schauen wir mal wieder. Also das ist, gerade eben, das ist echt schlimm. Weil ich kann meinen Leuten den Ball gar nicht geben, weil sie sind sofort weg. Also das ist, bloß das Ding ist, wenn der Running Back so schnell weg ist, das heißt, wenn ich passen will, ist mein Quarterback genauso schnell weg. Also, das ist mein Problem, was ich gerade habe. Bringt mir nicht viel, leider. Das ist halt das Ärgerliche. After that incompletion on second down. Here we go. From the shotgun, it's Vic. Dancing to his left. He's going to let this go for the end zone. And that will be incomplete. Four ticks left here on the clock. And with things looking pretty good on the scoreboard, they're going to keep the offense out there and go for it here on fourth. Here's Michael Vick, looking deep downfield. Interception. Somit kriegt man noch einen Takeaway dazu. Trotzdem, 4 Niederlagen in 6 Spielen und damit ist die Saison beendet leider. Aber heute, da hatten wir einfach kein Glück. Wir hätten die Chance gehabt auf 2 Touchdowns mehr. Einmal blockiert vom eigenen Spieler. Passiert, ist schade. Dann der Fehler natürlich, wo ich den Ball sofort wieder zurückhaben wollte, zum dritten Touchdown, mega ärgerlich. Und dann der Doppelfumble. Man ist fast durch. Cook fumbled. Kickoff. Lockett fumbled. Tut weh. Aber mei, danach kam wieder der Fumble, aber von da hinten kannst du dann auch nicht mehr viel machen. Bei den 14 Sekunden, die noch übrig bleiben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder oder am Samstag. Und dann schauen wir mal, was mit einer neuen Mannschaft möglich ist. Eine Aufnahmesession, 2 Niederlagen. Mega ärgerlich, aber ich bin sicher, dass die San Diego Chargers zurückkommen. Vielleicht mit einem neuen Spieler. Aber heute an Michael Vick. Da hat kein Weg vorbeigeführt heute. Netter Pass trotzdem noch. Und das ist eigentlich ein klasse Spiel. Wenn das ein Spielzug ist. Oh, das ist meiner, den ich raus hat. Ja. Wenn das ein Spielzug gewesen wäre, das wäre Bombe gewesen. Hilfe. Danke. Das wäre ein Bomben-Spielzug gewesen. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Das wäre ein Bomben-Spielzug gewesen. Absolut Bomben-Spielzug. Naja, macht nichts, wir verlieren am Ende. Passiert. Aber wie gesagt, erstes Jahr Madden, ich bin überhaupt nicht böse, wenn wir verlieren. Natürlich bin ich ein bisschen traurig, aber mei, passiert, kann man nichts machen. Genau, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, sagt ciao mit V, wir sehen uns Samstag oder nächste Woche Donnerstag zu einem weiteren Madden NFL Game hier. Und ja, mal gucken, wo uns das hinführt. 2 von 7 Siegen haben wir geholt. 7 hätten wir gebraucht für die Playoffs. 200 Coins Quick Sell. Ja, kann man sich nicht viel davon kaufen. Aber wir haben unser Bestes gegeben und das ist ein Fakt. Deswegen bin ich da nicht böse. 10 Series 3 Trophies. Die kann man gleich mal einlösen. Coins, jawohl. Müsste eh bald eine Hail Mary Pack kriegen wir dazu. Gucken wir mal, was da noch drin ist. Vermutlich nicht viel. Aber was soll denn drin sein? Wir haben scheiße gespielt. Wir haben ja absolut kacke gespielt. Weg. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht quicksellen kann. Also direkt quicksellen kann. Bisschen Training dazu. Jetzt haben wir noch 10 Trophies, die können wir auch noch weghauen. Oh cool, fliege ich gleich aus dem Game raus, danke. Was, du schlechter Mann, raus. Genau, was wäre mit 10 Trophies, die können wir einlösen. Die nächste Trophy-Dinger können wir sammeln, aber das ist jetzt schon
Nehmen wir nochmal so ein Silverpack. Sicher können wir die Trophys sammeln, mal schauen, was wir kriegen, aber. Genau. Ich sitze. Ja! Hallo! Ist doch gar nicht so schlecht. Ich meine, der Mann hat eine. Oder ich glaube schon, er hat schon eine. Eine Heavyweights-Karte. Kann man verkaufen. Genau. Ja, das war's dann für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schau mal, welche Spieler uns so unterstützen demnächst. Genau. Sage ciao mit V und bis zum nächsten Mal hier bei Madden Ultimate Team.